Meine Stadtvision 2050, was quasi, ich habe das mal an drei Trends festgemacht. Erstens, wir schaffen es, dass die Verantwortungsdiffusion aufgehoben wird, und zwar, dass alle Ebenen, die sich in der Stadt um Soziales kümmern, von der bezirklichen oder von der quasi Kiez bis zur europäischen Ebene, dass die ineinander greifen. Soziale Teilhabe, Zukunftsvision ist, dass wir ganz viele Ältere nicht aus dem Blick verlieren, weil wir teilweise sehen, dass die sich selber manchmal aus dem Blick verlieren. Und letztens, dass wir natürlich auch uns um die Menschen mit psychischen Belastungen kümmern. Und selbst wenn das manchmal sehr, sehr hart und sehr, sehr anstrengend ist, aber es ist etwas, was wir in dieser Stadt auf jeden Fall machen sollten. Warum sage ich das Ganze? Weil mir halt aufgefallen ist, dass wenn wir uns darum nicht kümmern, kümmern sich die Menschen halt selber um sich. Und das führt dann zu teilweise unbeabsichtigten und unangenehmen Konsequenzen. Beispiele, ne, ich sehe natürlich viele unserer Klientinnen und Klienten in der S-Bahn, die dort halt wohnen. Und das führt dann dazu, dass quasi viele Leute sagen, ich nutze den öffentlichen Nahverkehr nicht, was als Teil einer ökologischen Verkehrswende natürlich total wichtig ist. Die Lösung kann natürlich nicht sein, irgendwie Obdachlose und psychisch beeinträchtigte Menschen zu verscheuchen, sondern mit möglichst quasi großen Mitteln dafür zu sorgen, dass sie sich helfen lassen und dass sie sich halt auch selbst helfen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, das ist ein harter, ein anstrengender Prozess, der aber auf ganz vielen Ebenen halt wichtig ist zu machen. Und das zweite Unangenehme, was ich hoffe, was wir hinbekommen, ist, dass wir uns auch so unangenehmen Dingen stellen, wie zum Beispiel, dass wir uns tatsächlich um ganz viele schwierige Männer in dieser Stadt halt kümmern müssen. Schwierig meine ich jetzt gar nicht so abwertend, sondern tatsächlich Leuten mit Schwierigkeiten. Als jemand, der aus der Flüchtlingsarbeit kommt, ist mir halt ganz stark aufgefallen, dass da ganz positiv ganz viel für Frauen gemacht wird. Aber tatsächlich, wir sollten nicht vergessen, dass wir auch da die Männer im Blick behalten. Und das habe ich tatsächlich unter Unangenehmes getan, weil man da so schnell in irgendwie ein Lager gesteckt wird. Aber soll ich das in das Lager stecken, sich halt die Probleme nicht lösen, und es dafür im Umkehrschluss ganz viele tolle Leute gibt, die da schon Ideen haben. Also anstatt zu sagen, so entweder oder, machen wir halt beides. Und letztlich, ne, für uns als soziale Träger darauf zu setzen, dass soziale Arbeit auch 2050 und vor allen Dingen Beziehungsarbeit ist. Das heißt, dass man es ermöglicht, dass eben Professionelle in der sozialen Arbeit sich um Menschen kümmern können, und so dass sie nicht verkümmern, und dass man das auch immer im Blick behält. Da möchte ich vor allen Dingen, sehe ich einen positiven Trend teilweise in der Politik, die wieder staatliche Aufgaben in die Politik halt reinholt. Möchte aber trotzdem auch daran erinnern, dass man freie Träger halt auch nutzen kann, weil sie teilweise ein bisschen freier sind, um auch Probleme sichtbar und ansprechbar zu machen. Und schließlich, wenn wir noch quasi, wenn ich noch ein bisschen auf meine Branche gucke, auf die soziale Arbeit, dann hoffe ich, dass die soziale Arbeit noch mehr professionalisiert, dass immer mehr das ankommt, dass Ehrenamt in dem Bereich wunderschön ist und ganz toll, aber dass soziale Arbeit nicht etwas ist, was man auf Ehrenamtliche abwälzt und was man dann billigend in Kauf nimmt, dass das irgendwie eine Studentin oder irgendein Opa wird sich da schon halt kümmern. Nein, sondern dass es tatsächlich professionell gemacht wird und dass wir in der sozialen Arbeit, wie auch Polizistinnen, Polizisten, wie die Menschen im öffentlichen Dienst, dass wir uns weiterhin diese Stadt leisten können und nicht bei quasi, ich sag mal, durchaus überschaubaren Gehältern so peu à peu aus der Stadt rausgedrängt werden, um deren Probleme wir uns ja kümmern.